Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Bürgerinnen und Bürger und Freunde. Diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, ich bin der Ludwig Palm. Ich bin der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Heimat im Stadtparlament Leun. Nun, seit der letzten Aufzeichnung, kurz vor der Kommunalwahl, ist einige Zeit vergangen. Die Frage ist, was gibt es Neues in unserem Städtchen Leun? Seit kurzer Zeit sagen mir des Öfteren einige Bürger, der Kaiser hat neue Kleider. Meine Antwort, der Kaiser ist tot, es lebe der Kaiser und die Heimat wächst und gedeiht. Ich bekomme dann einen freundlichen Handgruß, meistens mit auf den Weg. Ist ja eigenartig, wie schnell sich die Leute an einer neuen Sache oder an einem neuen Wort, wenn es ihnen gefällt oder vor allem, wenn es Sinn macht, gewöhnen. Wenn ich mal in die Gaststätte an die Theke gehe, dies ist für einen Stadtverordneten meiner Ansicht nach Pflicht, werde ich des Öfteren mit leicht erhobener Hand begrüßt. Früher sagte man, beziehungsweise vor Monaten sagte man Hallo oder sagte man Tschüss. Und jetzt passiert öfters, dass man sagt Heimat. Ist das nicht wunderbar? Man liebt nicht nur die Heimat, man begrüßt sich auch so. Nun, wie ist die Situation im Stadtparlament? Man schaut auf die Tischtafeln und stellt fest, Heimat? Fragezeichen. Die Augenbrauen werden gehoben. Ein bedächtiges Nicken des Kopfes ist das Resultat des politischen Gegners. Sie sind geschockt. Wir sind die Heimat. Wo sie leben, ist ihre Sache. Was gibt es sonst? Der Landwirt, dem das Stück Land gehört, auf dem die Restruinen der Martinskirche, gebaut im 18. Jahrhundert, stehen, hat nichts dagegen, dieses Stück Land gegen ein anderes Stück Land zu tauschen. Der Magistrat ist schon informiert. Auf diese Weise kostet der Stadt Leun das Land nichts. Wir werden weiter Druck machen auf den Magistrat, damit der Magistrat wach wird, damit diese Sache, die wir uns vorgenommen haben, Martinskirche, in Gang kommt. Wir haben nämlich auch vor, dort einen kleinen Park bauen zu lassen, was wir schon hineingebracht haben ins Gespräch. Wir haben vor, dort einige Bänke aufzubauen. Und wir haben vor, dort eine Lehrtafel aufzubauen. Denn diese Kirche, die Martinskirche, ist die älteste Kirche des Landil-Kreises überhaupt. Im Beginn der christlichen Zeit, bei der Christianisierung. Was gibt es sonst Neues? Die Heimat, sie ist im Parlament bekannt, für die Sache, die wir im Moment vor uns haben, die wir durchsetzen wollen, nämlich zukunftssichere, dezentrale, erneuerbare Energie, nämlich die Solartechnik. Dies fördert das heimische Handwerk und sorgt zugleich für Versorgungsautonomie. Wir haben einen älteren Herrn kennengelernt, der ein größeres Stück Land hat und den Weg der Solartechnik gehen will. Wir sind jetzt so weit gekommen, dass dieser Herr vom Magistrat zu einer Sitzung eingeladen wird und sein Werk vorstellen will. Die Heimat bleibt am Drücker. So, was gibt es noch? Meine lieben Bürgerinnen und Bürger, es herrscht Krieg. Flüchtlingsbewegungen. Die Ukraine auf der Flucht. Wohin? Nach Deutschland. So, Dorfgemeinschaftshaus Leun-Bissenberg ist voll. Alte Schule Leun-Bissenberg ist voll. Dorfgemeinschaftshaus Stockhausen ist voll. Jetzt will man die Hälfte der Grünen Au in Leun-Bieskirchen auch beschlagnahmen.
Ach so, die Turn- und Mehrzweckhalle in Leun kommt dann in den nächsten 2 Monaten dran, denn das Haus der Begegnung in Leun ist auch voll. Ach ja, und jetzt kommen höchstwahrscheinlich noch die Wohncontainer. Alles an einem Platz. Die Heimat sagte im Parlament falsch. Wenn es denn sein muss, dann für eine kurze Zeit dezentral, denn zentral bedeutet Gefahr der No-Go-Area. Und dann hörten wir am Kindergarten. Vergesst es. Wenn ihr es macht, gibt es Ärger. Dann steht Leun auf. Außerdem ist dies verboten. Warnte die Heimat und wahrhaftig, man scheint sich danach zu richten. Noch ist nichts passiert. Aber da steht eine alte verlassene Fabrik. Der Besitzer will sie der Stadt verkaufen oder verpachten. Wer soll da rein? 3-mal dürft ihr raten, Ukrainer. Übrigens, sie werden gemischt. Zu den Ukrainern gesellen sich Iraker, Iraner, Syrer und Afghanen. Also Muslims gegen orthodoxe Christen. Herzlichen Glückwunsch. Die Heimat hat das Parlament gewarnt. Die Heimat hat in der Bürgerversammlung gewarnt. Unter Beifall der Anwesenden. Es war volles Haus. Wir sind gespannt. Noch etwas am Rande. Als herauskam, dass die Grüne Au in Leun-Bieskirchen besetzt werden soll, fragte ich das Parlament, was denn die Wirtin dazu sage. Sie wird einen Totalverdienstausfall haben. Ob die Stadt oder der Kreis ihr nicht etwas finanziell beisteuern würde, meinte doch der Vorsitzende des Finanzausschusses, Mitglied der CDU, dies sei Berufsrisiko. Dies ist nur ein kleines Beispiel der menschenwürdigen Unwürdigkeit einer christlichen Partei. Nun, für heute, meine lieben Bürgerinnen und Bürger, will ich schließen, meine sehr verehrten Bürger und Bürgerinnen, denn meine Arbeit geht weiter. Lieben Sie Ihre Heimat? Keine Frage. Kommen Sie zur Heimat. Geeinte Heimat macht stark. Danke.